ein herzliches Willkommen dem einzigartigen Hermann Scherer. Hermann, ich klatsche für dich. Ist es okay? Wir sind bei Beni gewohnt zu klatschen. Jetzt treffen wir uns leider Gottes nicht mehr so oft. Schön, dass du heute da bist, lieber Hermann. Danke dafür. Du, es ist mir eine Ehre, bei euch zu sein. Ich klatsche natürlich für dich und ich wünsche dir so schrecklich viel schlaflose Nächte, das glaubst du gar nicht, aber bitte wegen aufregenden Menschen, die neben dir liegen oder was auch immer, aber bitte nicht wegen so einem grauhaarigen Kasperl, wegen mir. Aber ich mag die Art, wie du denkst. Schön, dass ich bei der besten Live-Schalte der Welt dabei sein darf, nämlich du und BNI. Das ist schon mal sensationell. Du, danke sehr für dieses Kompliment, aber es war heute ungefähr 3:45 Uhr. Da habe ich kurz einmal auf die Uhr geschaut und mir gedacht, welche Fragen kann man dem Hermann Scherer eigentlich stellen? Ich meine, Hermann Scherer ist bekannt in Deutschland. Wir haben, weiß nicht, wie oft wir jetzt schon zusammengearbeitet haben, aber doch des Öfteren. Und was ich wirklich an dir schätze, ist, dass du wahnsinnig cool geblieben bist, trotz deines wahnsinnigen Erfolgs, den du hast, wenn du den Namen Hermann Scherer in der Unternehmerwelt in die Hand nimmst, wo wirklich gute Firmen, was auf sich halten, die kennen die alle. Und ich meine, jetzt bin ich bin der Michael Mayer aus Mannersdorf am Leitergebirge. Mannersdorf ist der Nabel der Welt für mich. Und da bin ich natürlich aufgeregt, weil es gibt keine Frage, die da wahrscheinlich noch nicht gestellt worden ist. Aber ich probiere es halt einmal. Ist es okay für dich? Ich bin jetzt schon schockverliebt in dich. Also alles gut und du, wir sind alles Laien auf dieser Lebensbühne und insofern lass uns gern so weitermachen. Alles schön. Bei uns im Podcast geht es ja um eines, der heißt, wer gibt, gewinnt. Das ist auch unsere Philosophie unseres Netzwerks BNI. Aber wir wollen halt nicht über BNI sprechen, sondern über die Philosophie sprechen, weil ich davon überzeugt bin, wenn wir jeder, einer Person pro Tag weiterhelfen und das wirklich auch tun, dann kann jeder Einzelne den Lauf der Welt verändern. Hermann, du hast was gepostet vor kurzem auf Facebook. Super Zitat. Nett sein bedarf es wenig. Der, wer nett ist, der ist ein König. Sag mal ganz kurz, der Satz ist ja schon mal cool. Wie kommst du auf das und warum ist das für dich wichtig? Oder warum ist es grundsätzlich wichtig? Du, also um mit dem Post anzufangen, das war dann sicherlich meine Social Media Abteilung, die logischerweise ohne mein Wissen irgendwas postet, aber ich stimme in der Regel zu mit den Aussagen. Und ich würde gerne mit dem Geben noch weiter ausbauen wollen, das weißt du sicherlich. Es gibt eine ganz, ganz große weltweite Studie und auch ein New York Times Bestsellerbuch, was genau das untersucht hat, nämlich die Frage: Womit kommt man besser durchs Leben? Mit der Nehmerqualität, also ausnutzen, schnorren, oder mit der Geberqualität, erstmal was geben? Und tatsächlich muss man sagen, die Nehmerqualität gewinnt am Start das Rennen. Schnell mal ein paar Leute aussaugen, funktioniert am Anfang relativ gut. Aber wer wirklich dauerhaft erfolgreich sein will, braucht die Geberqualität, weil die dann Lichtjahre besser performt als die andere. Also insofern ist dein Motto richtig, BNI richtig, da bin ich vollkommen dabei. Da ich aber ganz gerne immer so ein Wahnsinniger bin, möchte ich ganz gerne noch was Freches draufsetzen. Es gibt ja diesen schönen Spruch und ich teile ihn so sehr, wo da einer sagt, wenn nur ein Mensch wegen mir sein Leben verändert, hat sich mein Leben gelohnt. Jetzt seid ihr natürlich schon weitaus fortgeschritten und sagt, hey, ein Mensch pro Tag, dann hat es sich gelohnt. So, jetzt sage ich natürlich, mein Gott, wenn du schon so sensationell bist, wie wäre es denn mit 100 Menschen, 1000? Ihr macht ja Millionen weltweit glücklich. Und das ist es doch dann wirklich, Vollgas zu geben und sich nicht schon vor dem Frühstück wieder auszuruhen, weil der Erste schon wieder zufrieden ist. Aber ich weiß, das tut ihr sowieso nicht. So. Du, Hermann, da haben wir aber was gemeinsam, muss man ganz klar sagen, weil liebe Zuhörer und alle, die das danach auch noch hören, ich bin ja leider Gottes ein bisschen ein Online-Medien-Junkie und ein Facebook-Junkie. Ich muss sagen, das ist mein größter Zeitfresser. Auf der anderen Seite erfahre ich natürlich auch sehr viel. Und wenn ich reinschaue in Facebook und ich sehe, wie der Hermann Scherer Hallen füllt, Räume füllt und es. Also, ich meine, das ist ja ein wahnsinniger Show-Act auch dabei, wo du Leute einfach abholst und inspirierst. Ich weiß nicht, wie viele Leute hast denn du schon in deinem ganzen Unternehmerleben berührt, wo du sagst, die habe ich definitiv verändert? Was schätzt? Naja, also mit der Veränderung muss man wirklich sagen, das meiste Veränderungsfeedback kriegst du ja gar nicht mit. Und dann ist die nächste Frage, ist es groß oder klein?
Aber ich habe tatsächlich jetzt mit Vorträgen und Büchern dürfte ich ca. 2,5 Millionen Menschen gehabt haben. Jetzt lass davon ein Promille mal eine Veränderung haben, also ein Tausendstel, dann kommt schon ein bisschen was raus. Manche mögen behaupten, dass es mehr sind als ein Promille, dann wird es ja schon mal spannend. Also ihr ein Mikrobruchteil dessen verändert, was BNI vorm Frühstück verändert. Gut, aber jetzt muss man so sagen, wir sind ja da ein bisschen mehr. Du bist ja derjenige, der ja allein nicht diesen Laden zieht. Und da bist ja du, wenn es noch 20 Hermann Scherer gibt, dann ist ja BNI nur dann so klein. Ich würde gerne kurz einen Aufruf starten, weil wenn ich sage, 2,5 Millionen Leute hast du mit deinem Wissen, mit deinen Büchern berührt. Ich war dann kurz auf Wikipedia, habe dann angefangen zum Zählen deiner Bücher. Ich muss ein bisschen aufpassen, Hochdeutsch zu sprechen. Zum Zählen deiner Bücher. Und ich denke, Wahnsinn, ich weiß nicht, wie viele das sind, aber es sind definitiv zweistellig. Liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt zuhört, geht auf euren Share-Button auf Facebook und teilt es, dass es so viele Leute wie möglich sehen, weil mich hast du heute schon wieder mal berührt, wie immer, wenn wir uns treffen. Und da sage ich schon mal Danke. Das in deinem Post ist noch drinnen, nur dass du das weißt, was deine Social Media Teilen Gutes gemacht hat, was total zu dir passt. Das ist dieser Random Act of Kindness, dieser zufällige Akt der Freundlichkeit. Das hat ja ein Riesenpotenzial, wenn wir da nur ein bisschen in die Richtung gehen und das machen jeden Tag, oder? Ja, also auch, natürlich weiß ich auch grob, was drinsteht, weil es kommt ja in der Regel, kommen die Posts aus meinen Büchern und das ist ja auch ganz klar. Also ich finde halt, mein Gott, wir Menschen, Freundlichkeit ist das Geringste, was wir schenken können und schenken sollten. Und also wir wissen heute alle, dass das tatsächlich unsere Gedanken die Realität verändern. Allein darüber könnte man ein Buch schreiben. Und natürlich veränderst du einen anderen Menschen zumindest schon mal ein bisschen durch Freundlichkeit. Also wir kennen ja all diesen Spruch, you made my day. Ne? Und natürlich ist mein Ziel, ohne dass ich jetzt groß formuliere, aber ich habe doch gar nicht vor irgendwas, also Miesmuffel, bitte zu Hause bleiben, der Rest darf doch Spaß und Freude haben. Das Leben ist ja hart genug, in Anführungsstrichen, was ich übrigens nicht einmal finde, dass es hart genug ist. Aber es macht doch wirklich Freude, jeden mit dem Lächeln zu versehen. Und ich gehe gleich eine Stufe weiter. Ich finde zum Beispiel, weißt du, ich darf das immer nie so sagen, aber jetzt sage ich das mal. Ich finde Frauen zum Beispiel toll. Ja, also ich finde nicht nur eine, ich finde Frauen toll. Ja? Und ich finde es ja vollkommen normal, dass ich Frauen toll finde, weil ich bin ein Mann und Männer sollten zumindest also mit meiner Gesinnung finden die Frauen toll. Und ich mag das am liebsten jeder Frau, deswegen mache ich ja nichts. Also ich bin ich liebe meine Ehefrau, aber ich sage und zeige gern anderen Frauen, dass sie toll sind. Punkt. Und Männer finden die auch ganz toll, also dich zum Beispiel, aber nicht ganz so toll wie die Frau. Frauen sind ja viel hübscher als wir Männer, das ist ja mir ganz fix, das kann ich dabei pflichten. Aber der Ivan Meisner hat ein Buch geschrieben, das heißt Networking and Sex, not what you think. Und hat eine Umfrage gemacht zwischen Männern und Frauen zum Thema Netzwerk. Und was so spannend ist, Frauen sind die besseren Netzwerker. Sie sind definitiv bessere Netzwerker, weil sie einfach langfristiger denken und breiter denken. Der Mann geht rein, sieht den Ballen, haut drauf aufs Tor, ist drin. Und ist manchmal auch zu direkt und sagt noch dazu, wo. Die Herausforderung ist, und jetzt kommen wir witzigerweise auf ein Thema, was ich auch gar nicht vorgehabt habe, aber es ist trotzdem spannend. Die Herausforderung, was die Frauen haben bei Netzwerkveranstaltungen, ist, dass sie meistens von Männern angebaggert werden. Und das ist der Grund, warum sie nicht hingehen. Das ist der Grund, was angegeben worden ist bei über, ich glaube, 10.000 Leute, die da zurückgemeldet haben. Das ist einer der Gründe, warum sie nicht hingehen, weil sie von Männern angebaggert werden. Wobei grundsätzlich, wenn du viele Frauen in einer Netzwerkgruppe hast, kann es nur besser. Es ist definitiv besser. Frauen sind die intelligenteren Wesen, ist längst wissenschaftlich erwiesen. Also wir geben es nicht gern zu, aber Punkt ist so. Du, wie lange bist du jetzt schon Unternehmer? Wann hast du dein erstes Unternehmen gegründet oder hast du übernommen von deinen Eltern, glaube ich, das war der erste unternehmerische Tätigkeit? Ja, aber ich habe auch schon, also ich frage mich jetzt nicht mehr genau, aber ungefähr mit 18 Jahren, ich bin jetzt 35 plus, also ich bin schon sehr, sehr lang Unternehmer, das sind ja jetzt 35 Jahre oder sowas in der 35 Jahre. Wenn du mir das Rad nochmal zurückdrehen könntest, man, du hast ja einiges erlebt. Ich glaube, einige Höhen und Tiefen waren dabei. Ich hoffe, mehr Höhen als wir Tiefen, aber definitiv, sonst warst du halt nicht mehr da. Wenn du halt ein neues Unternehmen mit 18 Jahren aufmachen würdest, was wären die ersten zwei Dinge, die du definitiv machen würdest in der heutigen Zeit? Was würdest du anders machen? Was würdest du besser machen? Was sollte jeder junge Unternehmer tun jetzt?
mit dem Wissen, was du hast. Das Erste, was ich tatsächlich tun würde, zu BNI gehen als Mitglied, das meine ich ernst, das gab es zu meiner Zeit noch nicht, aber ich war dann ja Jahre später auch einer der Ersten, die dann tatsächlich in Deutschland mit drin waren. Und weil das Netzwerk einfach Sinn macht, Ausrufezeichen. Und der zweite Punkt, alles wesentlich schneller machen. Also schneller gründen, als man gedacht hat, schneller Time to Market gehen, als man gedacht hat. Ich erlebe, dass das 80% aller Markthindernisse nicht vom Markt kommen, nicht vom Wettbewerb kommen, nicht von Outside kommen, sie kommen von Inside und heißen Zweifel. Und wenn ich das oft mitkriege, wo ich kriege oft E-Mails, wo sich Menschen selbstständig machen, ja, und ich versuche, die respektvoll zu beantworten, aber am liebsten würde ich zu den Menschen hinfahren und würde sie schlagen wollen. Ja? Weil dann kommt zur Geschichte, ich überlege schon seit 3 Monaten, ob ich mein Gewerbe anmelde. Was musst du denn da lange überlegen? Da gehst du hin, kannst wahrscheinlich online machen, zahlst 13,70 Euro oder 14,83 Euro, dann hast du dein Gewerbe fertig. Und so ist es bei so vielen Dingen, weil Menschen oft so großartig sind, so viel zu sagen haben, so viel zu bieten haben, so wunderbare Produkte haben, aber sich da nicht raustrauen. Und darum, klar, das ist der erste Schritt, da ist BNI ja auch ein Erweckungserlebnis. Das ist ja eine Erleuchtung, dann bist du da dort, kannst mal vor 30, 40 Unternehmern, wie viel auch immer, auch mal sagen, wer du bist. Das sind ja die ersten wichtigen Schritte, nicht nur um nach außen sichtbar zu werden, sondern um diesen großen Feind, diesen Zweifel in deinem Hirn endlich mal umzubringen. Du sagst, du kannst wen schlagen. Weißt du, wie oft es mir passiert ist bei unserem Netzwerktreffen, wo dann ein Unternehmer kommt, der sehr jung begonnen hat und mir sagt, ja, ist eine gute Idee, war das sich das Potenzial, aber jetzt muss er mal noch das Geld in die Hand nehmen, weil er die Broschüre noch fertig machen muss oder die Webseite muss er noch fertig gestalten. Und ich denke mir immer, weißt, ich habe nie geplant, selbstständig zu werden, um ein Unternehmen zu gründen. Das ist mir einfach passiert. Und das Wichtigste, was ich am Anfang gesagt habe, ich brauche einen Umsatz. Ohne Umsatz, das ist wieder Sprit, wieder Benzin fürs Unternehmen, geht gar nichts. Und sage ich, Leute, wenn du heute 35, 40 Unternehmer hast, die dich weiterempfehlen, du kriegst einen Umsatz. Und es ist spannend, dass du da dieselben Erlebnisse hast. Also sage ich, Leute, vergesst es alles, es braucht Kunden, es braucht einen Umsatz und dann kommt lang, lang nichts. Ja, und meine These ist, dass all das Zeug, was man sich da erzählt, von wegen Webseite und Briefpapier und Erlaubnis der Schwiegermutter und gepflegter Hamster, bevor er explodiert. Das sind alles nur Dinge, das ist die Flucht vor der Realität. Das sind Ausreden, wo du dich selbst betrügst und dir irgendeinen Dreck einfallen lässt, damit es noch länger dauert. Und das macht mich total verrückt. Du, was noch spannend ist, wenn wir schon über das Thema Netzwerken sprechen, und da wollte ich auch von dir einen Netzwerktipp hören, weil du hast ja auch den Bill Clinton einmal nach Deutschland gebracht und das war ja eines deiner Meisterstücke am Beginn deiner Karriere, oder ich weiß nicht, wie lange du da schon Unternehmer warst, und dadurch hast du auch ein Buch geschrieben, Netzwerken mit den oberen 5.000 oder 10.000. Was ist so der Tipp, dass ich sage, ich komme mit den Leuten in Kontakt und wie netzwerke ich anders oder muss ich überhaupt anders netzwerken? Du, also für mich sind 2 Tipps beim Netzwerken entscheidend. Das Erste ist für mich, dass du, glaube ich, wesentlich größer denken musst. Ja? Die meisten Menschen machen bei Netzwerken so, den frage ich nicht, weil der ist zu groß, oder den Buchverlag frage ich, weil der ist zu groß. Wenn wir schon über Frauen geredet haben, da gibt es auch eine nette Studie, wenn man Frauen, was man nicht tun sollte, aber wenn man Frauen oder auch Männer kategorisieren würde in Zahlen, also 1 weniger toll und 10 ist so richtig toll, dann gibt es eine Studie, die gesagt hat, dass die 10er Frauen am wenigsten angesprochen werden. Warum? Weil sich keiner traut, sie anzusprechen. Du gehst zu einem 5er hin, weil deine Chancen scheinbar größer sind. Und genau das ist der Quatsch, weil da gehen sie alle hin zur 5er-Range. Und die 10er Frauen wären dankbar, wenn mal einer käme und Hallo sagen würde. So. Und so ist es im Business. Ja? Die kleinen Fische, die werden überbevölkert und es passiert nichts. Und die großen Fische werden noch nicht mal angesprochen. War Tipp Nummer 1. So. Tipp Nummer 2, ich liebe professionelles Networking, wenn es so gemacht wird, wie ihr es macht. Haken dran. So, Achtung, jetzt wird es provokativ. Ich hasse unprofessionelles Networking. Ja, diese Nummer, wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen. Ja, also wenn ich mich mit allen Menschen, die mit mir schon mal networken wollten, auf einen Kaffee getroffen hätte oder Termine vereinbart hätte, dann könnten meine Urenkel auch noch Kaffee saufen gehen. Das heißt, ich brauche natürlich ein bisschen eine Klarheit
Und vor allen Dingen, ich brauche irgend sowas, ich nenne das eine innere Preisliste. Ich muss mir schon die Frage stellen, was kommt denn da raus oder nicht daraus? Was bin ich eigentlich wert, dass ich mit jemandem stundenlang einen Kaffee sauf? Na, danke, dass du so einen Punkt bringst, weil das hört man auch sehr selten, wenn ich Unternehmer höre, sie suchen Kontakt zum Didi Mateschitz von Red Bull oder sie suchen Kontakt zu Angela Merkel jetzt, oder zum SAP-Vorstandsvorsitzenden. Was spannend ist, den Kontakt kriegst du sogar, wenn du willst. Nur die Geschichte ist derjenige, der den Kontakt hat zum SAP-Vorstandsvorsitzenden oder zum Didi Mateschitz, der wird dir mit allen, was er hat, schützen. Der kann nicht hingehen zum Didi Mateschitz und sagen, ich heiße dich, okay, du an, der kann da die Visitenkarten gleich machen oder was auch immer. Das funktioniert nicht. Und das ist immer der Knackpunkt, wo ich sage, beim professionellen Netzwerken gehört dazu, was für ein Problem löst du für den? Weil, ich meine, was für ein Problem löst du für den, was ist für mehr Nutzen? Der Didi Mateschitz, der kriegt jeden Tag 25 Anfragen oder 100 Anfragen oder zwei und du kriegst wahrscheinlich auch sehr, sehr viel dafür. Wenn ich zu dir komme, muss ich irgendwas haben, was für dich interessant ist und sagst, boah, das hätte man nicht erwartet, das muss ich mir überlegen. Und jetzt kommt Tipp Nummer 3 dazu, nämlich ein wirklich unwiderstehliches Angebot. Ja? Was ich immer wieder erlebe, Menschen, also dein Gegenüber will nicht nachdenken. Das will begeistert werden, will überzeugt werden, will schackeli-dai-dai, wie ich immer so schön sage. Ja? Und wenn die dann kommen und so was dann so laissez-faire, so, ja, Herr Mateschitz, ich habe da mal eine Idee, bin mir da auch noch nicht sicher. Ja? Geht nicht. Also da muss schon kommen, bitte. Verstehst du, da ist das Briefpapier, Büttenpapier, handgeschöpft. Da ist jede Millimeter deines Angebots, deiner Aussage, deiner Botschaft. Das ist großes Kino. Aber Hermann, Frage an dich. Wenn du solche Termine machst, wo du vielleicht auch Leute gibst, die eine Level höher sind wie du, übst du vorher das, was du sagst, oder bist du einfach so gut, dass du sagst, das gelingt dir immer gut? Oder empfiehlst du Leuten, das Drehbuch ganz klar aufzuschreiben und das 23 Mal zu üben, wenn ich mir nicht sicher bin, dass ich sage, und das muss wirklich, da habe ich noch eine Chance, das kann noch einmal passieren, eine zweite Chance habe ich da nicht. Ich bin ein Gegner vom Drehbuch üben, aber okay, ich mag es ein bisschen anders erklären. Ich bin ein Freund vom Üben, je nachdem, wie du es sehen willst. Ich glaube, für eine große Nummer ein neues Drehbuch zu schreiben, funktioniert nicht. So. Aber ich glaube, du musst vorher schon die Drehbücher 20 Mal ausprobiert haben. Also will heißen, ja, vielleicht muss ich 20 Fünfer-Kategorien ansprechen, gelernt haben, wie es funktioniert, um dann auf die Zehner-Kategorie zu kommen. Das macht für mich sehr wohl Sinn. Ja. Gibt es noch irgendeinen Kontakt, den du haben willst, wo du sagst, da kommst du nicht hin oder schaffst du in Deutschland alles ohne weiteres? Nein, also Gott, die kommen 1000 Leute nicht dran. Ich habe das schöne Problem, mein Leben läuft ja auch so schon gut. Ja, also ich muss ja gar nicht an alle rankommen, die nett wären. Aber was ich jahrzehntelang hatte, ich hatte immer so meine Top-10-List von Menschen, die ich kennenlernen wollte. Und habe die dann auch, also ich pflege so eine Liste dann und das ist für mich auch so ein Jahresprojekt oder zwei, drei. Aber irgendwann kommst du dann mal ran und natürlich, umso weniger Umsatz du hast, umso mehr passiert da. Aber da, klar, da bin ich ja wieder ein Netzwerkfreund, sei das jetzt BNI, sei das aber auch sowas wie Rotary oder wie sie alle heißen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, sich da gut zu vernetzen. Ganz klar. Und das, was mir bei dir unheimlich gut gefällt, ist, dass du sagst schnell und groß. Ich glaube, das ist wichtig, oder? Schnell, groß, hohe Frequenz. Jetzt sind wir in einer Situation, die letzten Monate ist einzigartig, mit allen Herausforderungen, die es mit sich bringt. Und ich habe beobachtet, dass du dein Goldprogramm und Platinumprogramm konsequent einmal im Monat trotzdem machst, trotz aller Widrigkeiten. Ich meine, wenn du ins Büro kommst mit deinen Mitarbeitern, freuen sie sich oder fürchten sie sich, wenn du reinkommst? Weil dieses Großdenken, das passt ja vielleicht auch nicht so ein, oder? Also, weil das ist eine deiner Stärken, innerhalb von kürzester Zeit was groß zu machen und alles dran zu setzen, dass es funktioniert. Weil es anders gar nicht geht. Du hast in diesen Zeiten überhaupt gar keine Chance mehr, jetzt zu sagen, und jetzt überlegen wir mal in aller Ruhe und so weiter. Ja, und vielleicht noch 2, 3 Monate. Ich kriege jetzt ganz viel mit. Die erzählen mir, ich habe jetzt die 4 Monate genutzt, um im Lockdown zu entspannen, aber ich habe keine Aufträge mehr. Sage ich, hurra, wenn ich mich 4 Monate ins Grüne hocke, habe ich auch keine Aufträge mehr. Ja, also das war das eine. Und ja, natürlich, nach einer Krise gibt es nur 2 Arten von Menschen. Top, top Gewinner und top, top Verlierer. Dazwischen ist nicht mehr viel. So. Und ich habe mir am ersten Tag der Krise, das war am 8. März, überlegt, zu wem ich dazugehören will. Die Antwort ist relativ simpel. Und wir haben so viel investiert wie noch nie in unserem ganzen Leben. Wir haben ein Ausbildungszentrum aufgebaut. Ich habe 4000 Quadratmeter dazu. Ich habe alleine eine Halle mit einer Technik von 500.000 drin. Alle haben gesagt,
bist du deppert. Aber es rettet mich gerade, weil ich jetzt unabhängig Dinge machen kann. Und natürlich gilt es, ich will da zwei Beispiele sagen, wie wir uns extrem verändern mussten. Ihr habt vor Corona, wir haben für dieses Jahr eine Roadshow geplant, die ist immer größer geworden und größer geworden. Ich habe 11 Autos gekauft die letzte Zeit. Also ihr habt LKWs mit Hebebühne, ihr habt LKWs ohne Hebebühne, ihr habt Sprinter, ihr habt alles. Ja, ihr habt einen Teambus, ihr habt einen Transportbus. Du kannst mir auf dem Parkplatz schauen, 11 fast neue Autos. Was ist Uga, Uga, Uga? So, Problem ist nur, ich brauche kein einziges mehr. Außer vielleicht, dass ich zum Friseur fahre. Ja, das ist schon meine Gesamtfahrtstrecke. So, was mache ich jetzt? Ich mache jetzt eine Autovermietung auf, weil ich die Autos auch nicht mehr jetzt brauche. Jetzt mache ich eine Autovermietung auf. Oder jemand, du hast gesagt, ich habe eine eigene Fernsehsendung. Ja, die lebt von Talkgästen. Bist du übrigens, da fehlt mir übrigens noch einer, der sitzt mir gerade gegenüber. Also du bist, es wäre eine Bereicherung meiner Fernsehsendung, wenn du da mal drin sitzen würdest. Also das ist hiermit eine ausgesprochene Einladung. Herzlichen Dank. Ich habe keine Talkgäste mehr gekriegt, weil die alle nicht anreisen konnten. So, jetzt habe ich tatsächlich im Team einen ganz intelligenten jungen Mann studiert und gleichzeitig zweifacher deutscher Cocktailmeister. Wow. Jetzt haben wir Dauerwerbesendungen gemacht. How to shake your cocktails mit Hermann Scherer Gin. Jetzt haben wir also eine Gin-Marke entwickelt, damit wir Dauerwerbesendungen machen können. Wenn man das vor Corona gesagt hätte, ich hätte dich umgebracht. Ja. Du und so weiter, bitte. Aber Hermann, was ist denn dein Antrieb? Ich meine, wir haben uns jetzt in den letzten 3-4 Jahren immer so einmal im Jahr wo gesehen und immer, wenn wir zusammenkommen, ist es für mich jedenfalls so, dass wir relativ schnell einen Trott zueinander haben. Aber das ist ja wahrscheinlich auch deiner Stärken, dass du das schnell mit Leuten hast. Hast du irgendwo ein Ladekabel angesteckt, das dir spezielle Energie gibt oder hast du einen eigenen Akku oder was ist dein Antrieb? Na, ich glaube, es sind zwei Antriebe. Also der alte Antrieb ist, ich hatte ja mal 5 Millionen Schulden, die sind längst vorbei, aber wenn man die mal hatte, dann hat man ein bisschen mehr Power im Hintern als vielleicht ohne. Insofern wünsche ich jedem ganz gern mal temporär 5 Millionen minus. Das wünscht man, ganz ehrlich. Ich sage ja temporär. Ne? Also 5 Millionen minus haben, das ist ja, wie wenn du sagst, du gehst bergauf und hast noch Gegenwind und gleichzeitig kannst du noch mit einem Holzscheit auf das Kniescheibe die ganze Zeit. Also du musst starke Kniescheiben haben, oder? Ja, aber also, weißt du, alles hat zwei Seiten. Jetzt hast du einmal die negative Seite weg. Ohne diese 5 Millionen wäre ich nie da hingekommen, weil du musst halt dann auch Pläne stricken in deinem Hirn, die halt 5 Millionen bewältigen und nicht 5.000 Euro. So, der zweite Punkt ist aber, ich sehe halt wirklich, schau mal, und das weißt du ja selber genau, wir kommen auf diese Welt, sind vollkommen unfähig, können nicht essen, nicht trinken, nicht laufen, nicht reden, sind Lebensidioten und brauchen 18 Jahre, meistens sogar länger, bis wir es halbwegs kapiert haben zu leben. So. Und dann sterben wir irgendwann mal und nehmen nichts mit. So. Also dieses Leben ist doch eh nur ein Abenteuerspielplatz. Es geht um nichts. Ja? Harte Aussage, wir verrecken sowieso. Das heißt, alles, was ich hier mache, Wirtschaft, das ist Monopoly-Spiel. Ich sehe keinen großen Unterschied zwischen dem Monopoly-Spiel am Tisch, auf dem Brett und dem Monopoly-Spiel, das mit echten Euros gespielt wird, weil das mache ich hier. Ja? Und es ist so einfach nur schön, ein bisschen hier pokern, ein bisschen da pokern, ein bisschen zack, 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 da investieren. Oh, da muss die Miete zahlen, blöd laufen, aber hey, mir macht es einfach Spaß und ich wüsste nicht, was ich sonst mache. Also ich saufe ja eh schon meine 4 Tassen Kaffee in der Früh. Wenn ich 5 trinke, dann also irgendwas musst du ja machen, wenn du aufgestanden bist. Du, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du auch 2 Kinder? Wie alt sind die? 10 und 7. Was machst du denn mit denen? Beeinflusst oder hast du für, also es klingt irgendwie arg, aber hast du den Plan, dass du dich auch beeinflusst, dass die auch Unternehmer werden müssen oder was ist so? Magst du da mal, weil es gibt Leute, die jetzt schon Unternehmerkurse für ihre Kinder machen und die sich jetzt schon irgendwas verkaufen lassen oder was auch immer. Hast du da irgendwo einen Tipp, wo du sagst, was ist für dich wichtig bei der Kindererziehung? Pass auf, als ich wie Vater geworden bin, war ich Horn Circle bei der Lufthansa. Das sind die Jungs, die mit dem Porsche an den Flughafen, ans Flugzeug gebracht werden, die in der First Class Lounge noch ihre eigene Blablabla bla, bla haben und so weiter. Also ich war einer der 1000 Menschen weltweit, die am häufigsten fliegen. Und als ich dann Vater wurde, habe ich gedacht, die nächste Klasse ist Senator, meine Tochter wird der jüngste Senator und dann Horn Circle Member der Welt. So. Also du hast ja Pläne im Kopf, was habe ich mir alles gedacht, was dieses Mädchen machen wird. So. Vergiss es, das interessiert die Kinder überhaupt nicht, was du in deinem Kopf rumspinnst.
Und ich habe dann relativ schnell schon vor 7 Jahren gesagt, du, pass auf, ich mache überhaupt gar nichts. Die sollen ihren Spaß haben, sollen Kind sein. Irgendwas wird dann da schon rauskommen. Und wenn nichts rauskommt, ist auch gut. Ich habe es gelernt, die Anspruchslosigkeit zu erhöhen, um die Resultate zu steigern. Gefällt mir gut. Ich hab den Plan gehabt, meinen Sohn, weil ich will ja, dass der auch Unternehmer wird, aber das ist ja da mein Blödsinn in mein Hirn. Und ich habe gesagt, was kann der machen, dass er ihn halbwegs zu dem Thema heranführt? Und da gibt es bei uns am Rochusmarkt in Wien einen Obststand, der verkauft da 3 Orangen, 5 Bananen und 2 Flugmangos um 33 Euro. Und du zuckst nicht mal mit der Schulter, weil du sagst, das ist dort so leibend, wenn du da reingehst, das steht alles zu gut dort. Und der Typ hat seine 5 Leute und die verkaufen das Obst so und das ist richtig schön präsentiert. Und gesagt, und dort muss er arbeiten gehen, einen Tag in der Woche. Das hat er alles von Handel über Preis, über Multiplizieren. So habe ich so gedacht, das wäre so ein erster Einstieg. Ein bisschen ein Geldverdiener will er mittlerweile schon, mein Sohn. Und da sage ich, da kannst du beim Karim am Rochusmarkt arbeiten. Da hast du Kommunikation, da musst freundlich sein und so weiter. Das ist mein Zugang dazu. Schauen wir mal, ob er es dann wirklich macht oder nicht macht. Das klingt schon mal groß an. Kompliment. Du, lieber Hermann, groß und schnell, da sind wir, glaube ich, stehen bei dem Thema. Wie wichtig, also machst du das alles alleinig oder gibt es in deiner Firma so Meetings, wo ihr euch gegenseitig anspornt bei der Entwicklung von neuen Ideen, wo du sagst, die Gin-Geschichte ist noch rausgekommen und das ist noch rausgekommen. Arbeitest du in einem Team oder bist du derjenige, der sagt, der haut einmal alles rein und dann die Mitarbeiter steigern das noch in die Höhe und machen das einfach noch besser, größer, schöner? Naja, ich würde es zumindest so beantworten, ich selbst bin, glaube ich, ein sehr unfähiger Mensch und auch ein großer Autist, also zwar nicht medizinisch bewiesen, aber ich habe das Gefühl, dass ich fast gar nichts kann und das Wenige vielleicht noch nicht einmal so gut. Also beim Kompetenztest würde ich sicherlich bei 20 Parametern bei 18 wahrscheinlich durchfallen. Aber was ich natürlich halt habe, ich habe ein Riesenteam und ich kann auch fast nichts selber. Also ich bin eigentlich einer, der ständig nur Hilfe schreit, weil ich habe keine... Verstehst du, ich war jetzt froh, dass ich in dieses Zoom-Meeting allein reingekommen bin und keinen gehabt habe. Aber das ist ja auch etwas, ich glaube, jeder Mensch kann nur 1 oder 2 Sachen wirklich gut. Und auf die muss er sich fokussieren und den Rest muss er delegieren, weil andere Menschen anderes besser können. Und das macht in meinen Augen Leistung aus, dass du, meine These ist ja, Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktoren. Wir alle haben ein Riesenpotenzial, aber machen zu viele Dinge, die uns stören. Also wenn einer zum Beispiel ein guter Verkäufer ist, was eh die wenigsten sind, dann muss der doch verkaufen. Der darf sich nicht einmal mehr einen Kaffee selber kochen, weil diese 10 Sekunden Kaffeekochzeit sind Umsatz. Ja, das darfst du nicht, außer du sagst, Kaffeekochen ist mein Hobby und ich zahle dafür. Ja, aber und die meisten Menschen haben das nicht verstanden, dass sie sich eben auf eine Stärke fokussieren müssen. Wenn einer sagt, ich kann keine Buchhaltung, in Ordnung, holt halt eine Buchhalterin, holt halt, geht zur BNI, da sind wahrscheinlich 10.000 tolle Buchhalter drin. So. Also das ist ja der andere Weg des Netzwerkes. Und das ist mir so wichtig, dass es klar ist und ich gehe eben noch eine Stufe weiter und sage, das ist das Einzige, was ich kann und das mache ich dann eben auch und dann mag es funktionieren. Das heißt, du stehst in der Früh auf, hast irgendwo eine neue Idee, was passiert als nächstes? Dann, also wenn ihr eine neue Idee habt, ist das Erste, was ich mache, die habe ich übrigens selten in der Früh, sondern meistens in der Nacht, also am Abend. Ich kriege Ideen leichter, wenn ich ein Glas Wein trinke oder 2. Das heißt, Alkohol kann hilfreich sein. Heißt bei mir auch, immer wenn ich eine neue Idee habe, schicke ich diese Idee einer außenstehenden Agentur, die dafür Geld verlangt. Also Beispiel, wenn ihr einen Flyer machen will, ich mache da früh 2 Stunden. Du sitzt am Samstagabend da, trinkst das 3. Glas Wein. Es ist gerade richtig schön und schön leiwand, dazu sagen, und Herrschaftszeiten. Und jetzt kommt dir die Traumidee. So, jetzt ist ja das typische Problem, dass du eigentlich nur 40 Glas Wein trinkst, am Sonntag die Idee vergessen hast und die Nummer ist durch. So, deswegen, wann immer ich eine Idee habe, mache ich sofort meinen Laptop auf oder iPhone oder was auch immer. Und schicke diese Idee mit einer Beauftragung an die Agentur. Also wenn du eine Flyer-Druckagentur hast, dann schreibe ich schon hier, pass auf, ich mag einen neuen Flyer machen, bla 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 bla. So.
Jetzt kann ich mein 40 Glas Wein trinken, vergesse die Geschichte natürlich vollkommen. Gehe am Montag in der Früh ins Büro, denke mir, das Leben ist schön, es liegt nichts besonders an. Und wahrscheinlich habe ich am Montag um 9 Uhr und 10 Minuten eine E-Mail drin von dieser Agentur, die schreibt, was für einen Flyer willst du da eigentlich genau machen? So, dann fange ich an zu erschrecken und denke mir, um Gottes Willen musst du am Samstag besoffen gewesen sein. Das ist ja der Wahnsinn. Aber in Gottes Namen, dann macht man halt. So. Gut, an die Agentur geschickt. Agentur kommt zurück, sagt, gute Idee. Du sagst, oh, weiß ich wieder, gute Idee, wie auch immer. Wir wollen jetzt, keine Ahnung, die Welt verändern mit unserem neuen Produkt. Wann bindest du deine Mitarbeiter mit ein oder wie gehst du dann vorwärts? Ja, dann sofort in der Regel geht es natürlich nicht nur an die Agentur, sondern auch gleich an die Mitarbeiter in CC oder irgend sowas. Also ich habe zum Beispiel einen, guck mal, ich kann das mal zeigen. Das ist mein Büro. Schau mal, da siehst du schon, da ist auch so ein Besprechungstisch dabei. Und ich habe deswegen so einen Mini-Meeting-Raum, weil ich fast nie alleine bin. Also wenn, dann bin ich allein eben für sowas wie hier. Aber tatsächlich sitzen bei mir fast immer Leute am Tisch, weil ich alleine nichts bewege. Und dann sitzen die da und dann besprechen wir die Idee, gibt jeder seinen Senf dazu und dann strömen die aus und dann wird halt was draus gemacht. Wie viele Leute hast du so in deinem engen Führungsteam, die dabei helfen, die Ideen zu entwickeln? Naja, das ist, also ich sag mal, ich habe drei Menschen, mit denen ich sehr, mit allen sehr eng, beim kleinen Team von 30 Leuten. Ja. Aber mit drei, vier Menschen bin ich sehr, sehr eng. Die nennen wir auch intern die Kampftaucher. Kampftaucher? Was muss ein Kampftaucher bei dir können, um bei dir im engen Team dabei zu sein? Nein, können muss ja gar nichts, weil ich gar nicht auf Kompetenz schaue. Ich unterscheide halt tatsächlich drei Arten von Menschen und das meine ich sehr respektvoll. Wir haben ganz viele alleinerziehende Mütter bei uns, die können halt nur 9-to-12, 9-to-5 Job machen, egal wie motiviert die sind, das geht halt nicht anders mit Kindergarten. Vollkommenes Verständnis. So. Dann gibt es ein paar, denen ist halt das nicht ganz so wichtig, auch in Ordnung. So. Und dann habe ich auch ganz viele junge Leute, die haben halt keine Familie, haben keine Kinder, die sagen, du Hermann, ich will Gas geben, ich will was erleben im Leben, ich will was lernen. Und da ist der Deal, die arbeiten Tag und Nacht für mich, also da schauen wir nicht auf irgendwelche Uhrzeiten, aber ich gebe auch alles, was ich geben kann. Ich gebe denen irrsinnige Verantwortung und ich mache ihnen vor allen Dingen das Leben sehr, sehr schwer. Das ist der Deal, weil meine These ist, dass du, wenn du Menschen wirklich liebst, darfst du ihnen das Leben nicht einfach machen. Und ich habe früher mal bei einem Coach so gefragt, was kann ich machen, um meinen Mitarbeitern die Steine aus dem Weg zu legen? Und er hat dann gesagt, leg sie ihnen doch besser rein. Und ich mache das so. Ich gebe denen immer Aufgaben, die wahnsinnig schön. Du kannst bei mir im ersten Tag eine Verantwortung über 100.000 Euro haben, musst drei Tage heulen darüber, aber danach weißt du, wie es geht. Ich kann mich erinnern, dass du in meinem Gespräch gesagt, wenn du Leute bei dir einstellst, im Interview sagst, gibst du ihnen auch Aufgaben, die unlösbar sind oder schier unlösbar sind, um einfach eine Reaktion zu erwarten. Also ich weiß nicht, was war das Beispiel, einen Kontakt zu Angela Merkel herstellen oder Telefonat ausmachen oder irgend sowas. War das so ähnlich? Ja, also die letzte Aufgabe war zum Beispiel, ich mag mit Michelle Obama zum Abendessen gehen, können Sie das heute noch für mich regeln? Muss man ernst schauen dabei, dass das natürlich ernst klingt. Und wie viele schaffen das vor 100? Vor 200 gar keiner? Das ist ja spannend. Naja, also mir geht es ja wirklich nur darum, was passiert dann? Also mir reicht ja schon fast, wenn jemand sagt, ja okay. Oder, ne? Also mein Gott, erstmal kann ja jeder mit Michelle Obama zum Essen gehen. Das ist ja gar nichts Besonderes. Du brauchst ein wahnsinniges Geld dazu und die E-Mail-Adresse. Genau. So, das Geld müsste ich bezahlen, wenn ich es dann tun wollen würde. Und die E-Mail-Adresse findest du halt zumindest über Umwege letztlich auch im Internet. So, musst du den Weißen Haus anfragen, wo wohnt Michelle Obama heute? So, die geben dir die Antwort. Also ich habe das ja schon mehrfach ausprobiert. So, aber man muss halt die Traute haben, im Weißen Haus anzurufen. Was ich übrigens, und ich meine, was soll denn dabei passieren? Ja, ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist zu sagen, hey, crazy guy from Germany, balla balla. Jo, da müsste halt der crazy guy. Aber das ist, habe ich mit aufgenommen bei unseren Vorstellungsgesprächen, einfach einmal Fragen zu stellen, die einfach nicht erwartet werden in den Vorstellungsgesprächen, einfach mal eine Reaktion abzuwarten, weil das 0815, was willst du denn außerfinden über Menschen in 15 Minuten oder 20 Minuten? Kannst nichts. Also danke für diesen Tipp, liebe Zuhörer. Probiert es einmal aus, wenn es Mitarbeiter anstellt oder Leute für ihr Team, stellt ihnen Aufgaben, die vielleicht nicht lösbar sind. Eine Reaktion habt ihr sicher, weil am Ende des Tages brauchst du auch Leute, die dich unterstützen, den Unternehmen besser zu machen und nicht die Befehlsempfänger sind, oder? Absolut. Du, und du weißt doch, es gibt einen schönen Spruch, nirgendwo wird mehr gelogen als vor einem Trauertrau und in Bewerbungsgesprächen. Ja? Was erzählt man sich? Es interessiert doch keine Sau, oder? Wenn mir zum Beispiel ein Bewerber sein Zeugnis gibt, dann sage ich, ich mag das nicht sehen. Weil,
Weil das Einzige, was drinsteht, ist die Anpassungsmöglichkeit oder die Nicht-Anpassungsmöglichkeit. Also wenn er schlechtes Zeugnis hat, interessiert es viel mehr, als er gut ist. Ich habe jetzt begonnen, die Leute Prozent rechnen zu lassen in den Interviews. Oh, da wird es aber heftig. So. Da wird es richtig lustig. Aber mittlerweile lachen schon bei uns in der Firma, weil jeder die Rechnung schon kann. Aber es ist immer ganz interessant. Ganz einfache Rechnung, was sind 15% von 500.000 und dann ziehen wir nochmal 30% davon ab. Und das habe ich gelernt. Du musst schnell sein im Kopf. Du musst nicht die Zahl hundertprozentig wissen, weil du musst ein Gespür dafür haben, wo ungefähr die Zahl liegen. Und je schneller du bist, desto mehr Wettbewerbsvorteil hast du im Geschäft. Ja, also ich nenne es Plausibilitätsprüfungen im Kopf abhalten. Ja. Aber klar, es gibt ja auch oft verrückte Antworten. Wenn wir beide uns, wenn ich aus dem Meeting aussteige, dann fehlen 10%. Dann ist es zwar rechnerisch vollkommen falsch, aber mental gesehen ist es deiner Größe geschuldet, richtig. Lieber Hermann, wir sind fast am Ende angelangt unseres Webinars. Bis jetzt muss ich sagen, war das ein sehr schönes, die Zeit ist vergangen wie im Flug und ich hätte noch einige Fragen an dich, wo du einfach ganz kurz darauf antwortest, wenn es für dich okay ist. Wir machen das durch, habe ich mir von einem anderen Podcaster abgesehen. Ich bin da mal ganz offen, ich bin auch ein Meister des Kopierens, aber es macht mir einfach unheimlich Spaß. Und ja, ich würde mit der ersten Frage beginnen. Ich mache es flott. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können. Mich in falsche Frauen zu verlieben. Einzigartige Antwort. Geld bedeutet für mich? Ein ganz, ganz große Sichtbarkeit von Attraktivität. Desto mehr Umsatz du machst, also Umsatz und Geld ist für mich fast das Gleiche, desto attraktiver bist du. Dieses Ritual habe ich. Eins meiner Hauptrituale ist, und da bin ich sehr stolz drauf, kein Ritual zu haben. Eigentlich konträr zu dem, was alles die ganzen Gurus derzeit sagen. Du brauchst ein Morgenritual, Mittagsritual, Abendritual und am besten da. Also ich spüre den Tee in mir, ich spüre den Beutel, wie er aufsteigt. Ich saufe eine Tasse Kaffee in der Früh und das war's. Ja. Darauf kann ich nicht verzichten. Auf meinen Kaffee in der Früh. Sehr gut. Die Zukunft in Deutschland in den nächsten 5 Jahren sieht wie aus? So düster, dass ich diese Prognose nicht teilen will in diesem Podcast, aber nur düster für die, die jetzt nicht handeln und nichts tun, aber sie wird auch gut aussehen und menschlicher aussehen und heiliger und seliger aussehen für die Menschen, die das Leben in die Hand nehmen. Persönlich wachse ich durch? Viele, viele Herausforderungen, denen ich mich täglich stelle, am meisten mit meiner Frau, das meine ich sehr liebevoll. Schön gesagt, danke sehr. Darauf bin ich wirklich stolz. Auf das, was ich da gemacht habe, das habe ich echt gut gemacht. Sehr selten, dass mich Fragen total an den Rand der Sprachlosigkeit bringen. Ich bin nicht sehr stolz auf mich. Punkt. Liebst du es, Feedback zu bekommen, Positives? Wie gehst du damit um? Also ich hasse negatives Feedback, um es gleich mal dazu zu sagen. Und positives Feedback finde ich ähnlich ekelhaft. Ich speichere es in einem Ordner ab. Das kriege ich gut hin. Aber schriftlich habe ich es am liebsten, dann sieht man meinen roten Kopf nicht. Das hat mich zuletzt wirklich bewegt. Ich habe tatsächlich ein Wunder erlebt, so ein richtiges Wunder, Wunder, Wunder. Da sage ich jetzt noch nicht mehr dazu, darüber schreibe ich gerade ein Buch. Aber es hat mich bewegt, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als wir uns heute vorstellen können. Wann können wir damit rechnen, dass wir es lesen? Dauert schon noch ein bisschen, so Verlage brauchen lang, nächstes Jahr. Liebe Zuhörer, nächstes Jahr ein neues Buch mit einem sehr interessanten und sehr neugierig drauf gemacht. Also müssen wir Notiz dazu machen. Der wichtigste Ratschlag an mich war, schneller zu sein, pragmatischer zu sein und tatsächlich die Antwort auf die Frage, die hat mein Leben verändert. Ich habe mal ein langes Seminar besucht auf die Fragestellung, what drives to action, was bringt dich in Aktion? Und die Antwort war, und deswegen liebe ich die Antwort so sehr, Action. Ich habe einen guten, danke sehr dafür, ich habe einen guten Satz gehört, Fokus plus Implementierung ist Ergebnis. Ich weiß nicht, das hat irgendein, der Michael Bühner, unser Franchise-Nehmer, gesagt, sag ich, das ist so witzig, Fokus, aber wenn du nichts tust, passiert halt nichts, super. Jetzt wird spannend. Mein größtes Vorbild ist oder war? Ich glaube, dass Vorbilder immer in der unheimlichen Lage sind, dich vom eigenen Weg abzubringen, weil du viel zu sehr auf Vorbilder schaust.
darum habe ich keins, aber ich hatte mal eins im Handel und halt mich für verrückt. Ich weiß noch nicht mal, wie er heißt. Okay. Mein nächstes Ziel ist? Ein besserer Mensch und Vater zu werden, als ich es bin. Erfolg ist? Wenn die Dinge, die du dir vorstellst, erfolgt sind. Herzlichen Dank, lieber Hermann, dass du uns die letzten 40 Minuten deines Lebens geschenkt hast. Ich wollte dich nur fragen, ob du gerne rot oder weiß trinkst, wenn du schon trinkst und gerne neue Ideen entwickelst. Immer nur Weißwein, außer es ist Amarone, dann Rotwein. Gut, darf ich dir österreichischen, besten österreichischen Weißwein schicken? Ich bin ein Sauvignon Blanc-Fan, den kann man relativ einfach trinken, da kann man auch mehr davon trinken und der inspiriert unheimlich. Da würde ich ein deutliches Nein sagen, außer du bringst ihn persönlich mit und wir machen gemeinsam eine Fernsehsendung, dann freue ich mich wahnsinnig auf den Wein. Gut, perfekt. Ich bringe den vorbei. Ich kann dir nicht sagen, wann, weil wir natürlich jetzt nicht so viel reisen dürfen. Unabhängig davon werde ich dir trotzdem Wein schicken, eine Kollektion aus Österreich. Weil ich bin ein passionierter Weißweintrinker, bin noch kein Alkoholiker, brauche ihn noch nicht in der Früh. Aber ein guter Weißer ist schon was wert, muss man ganz klar sagen. Und kostet gar nicht so viel und man hat echt einen Spaß damit. Liebe Zuhörer, habt ihr eines bemerkt, was der Hermann gemacht hat? Und das ist, glaube ich, ein Netzwerktipp, den ich auch euch nochmal mitgeben möchte. Er war präsent, obwohl er wahrscheinlich sehr viele solcher Interviews macht. Und das ist das, was dich unterscheidet. Du bist präsent, du schaust in die Kamera rein und bist bei uns. Danke, dass du da bei uns präsent bist. Also das ist echt was, was man sich abschauen kann, weil bei so Zoom-Meetings ist es relativ einfach, irgendwas anderes nebenbei zu machen oder nicht zuzuhören oder wie immer. Du bist präsent. Ich meine, ich weiß, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches für dich, aber es ist mir halt total aufgefallen, du schaust in die Kamera und du bist da bei uns. Herzlichen Dank dafür. Solltest du in Wien einmal vorbeikommen, Rennweg Nummer 9, wir sind vis-à-vis vom Belvedere. Es steht natürlich für dich bereit, eine Melange oder ein Wiener Schnitzel mit Erdäpfelsalat oder was auch immer du möchtest. Wenn du nicht vorbeikommst, ist auch vollkommen okay. Wir hoffen, wir bleiben trotzdem Freunde. Du, das bleiben wir sowieso. Mir ist vollkommen klar, dass die guten Adressen in Wien, die sind von euch belegt mit Recht. Das ist großartig. Und es ist sehr, sehr leicht, präsent zu sein, wenn ich dir dabei in die Augen schauen darf. Wenn ihr gerne mehr vom Hermann Scherer erfahren möchtet, Goldprogramm ist derzeit an mit Platinumprogramm jedes Monat. Das hat mich nämlich fasziniert. Ich war auf der Webseite, weil normalerweise Leute so einen Event in der Online-Zeit planen. Alles wird da reingesteckt in ein Event. Du magst nicht nur ein Event. Ich glaube, das findet jedes Monat bei dir statt oder sogar öfters? Öfter. Wir haben momentan jede Woche eins fast. Ist ein Irrsinn, sind fast schon ausgebucht bis Ende Mai. Ist der Wahnsinn. Und das ist ja für mich faszinierend, nicht nur ein Event, sondern dann jede Woche einzumachen, weil am Ende des Tages machen wir es gleich groß, wenn wir es gleich machen, oder? Ja, die Arbeit ist die gleiche, verstehst du? Und wenn du schon einmal was im Hirn hast, dann muss es ja raus. Bin ja schon froh, dass es mir eingefallen ist. Ich kann doch das Programm nicht entwickeln, um es danach in den Keller zu stellen. Kann man sich nur ein Scherzel abschneiden. Herzlichen Dank für deine Inspiration. Nochmal zur Erinnerung am Schluss, wenn wir jede Person, wenn man jeder einzelne einer Person pro Tag weiterhilft und wir das konsequent mit unseren über 13.000 oder 14.000 Unternehmern, die bei uns im Netzwerk sind, umsetzen, dann können wir die Welt zu einem besseren Platz verändern. Wenn wir es tun, liebe Leute, schreibt ein WhatsApp jetzt an dieser Stelle und schreibt es rein an den Personen, die euch jetzt als erstes einfällt, wenn ich 10 bis 20 Minuten meiner Zeit für dich investieren würde, wie könnte ich dein Leben verbessern, wie könnte ich dir helfen? Wenn wir das alle machen, die jetzt zuhören, haben wir schon was erledigt. Lieber Hermann, danke für deine Inspiration. Ich halte jetzt meinen Mund, weil ich bin überzeugt davon, du hast schon den nächsten Termin vor deiner Tür stehen. Bin sehr dankbar dafür. Du, wenn ich die Ehre habe, mit dir zu reden, halte ich mir mal den ganzen Nachmittag frei. Es ist alles in Ordnung. Danke für schöne Gespräche. Alles Liebe. Danke, danke. Ciao, ciao.